In Frankfurt begann heute die größte Konsumgüterschau der Welt, die Ambiente. Größere Preisanhebungen erwartet die Messegesellschaft nicht, aber 100.000 Besucher aus vielen Ländern. Die Ambiente wird gern voller weiterer Superlative dargestellt. Zum Beispiel auch mehr Ausstellungsfläche als je zuvor und das alles ausgebucht. Das überrascht eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt. Denn fast alles, was hier dem Fachpublikum angepriesen wird, ist ein bisschen luxuriös oder ein bisschen überflüssig oder beides. Tischkultur und Küche, Wohnen und Lichtkonzepte sowie Geschenkideen. Produkte, die jetzt, wo sich Politiker doch um die Wirtschaft und Normalbürger um die Haushaltskasse arg sorgen, vielleicht nicht im Trend liegen? Nein, ganz im Gegenteil, meinen zumindest die Messeveranstalter. Wenn es draußen stürmt und schneit, dann richtet man sich zu Hause umso besser ein. Es werden inzwischen auch Begriffe geprägt, wie beispielsweise Cocooning, dass man sich einwebt in dem eigenen Heim und es dafür dann umso gemütlicher macht. Und dann sind die Konsumgüter wieder sehr gut gefragt und werden auch gekauft. Tatsächlich hat sich das Geschäft heute gut angelassen, auch für diese Thüringer Firma. Viele Anbieter profitieren von leeren Lagern des Einzelhandels nach einem guten Weihnachtsgeschäft. Bleibt abzuwarten, ob alles, was der Fachhandel ordert, auch den Konsumenten verkauft werden kann oder ob die Konjunktur das Geschäft der Kunsthandwerker und Co. vielleicht doch noch rücklings meuchelt.